Ja, hallo, ich bin der Patrick Teichmann aus Pößneck. Ich bin hier der Riesengemüsezüchter. Ich habe schon mehrere Thüringer Landesrekorde, einen Deutschlandrekord und ihr kennt mich schon durch die Bild-Zeitung als Mürschenpatrick. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie man so eine Riesenzucchini von Hand bestäuben kann, um dann auch solche Prachtexemplare selbst zu züchten. Also wir haben jetzt hier die männliche Blüte. Allerdings ist die jetzt schon zu weit geöffnet. Und der Pollen ist dann schon weitestgehend verbraucht für die Bestäubung. Deswegen als Tipp, man sollte dann geschlossene Blüten nehmen, wo man schon den Ansatz sieht, dass sie dann morgen früh aufblühen werden. Um das Ganze aber noch zu verzögern, jetzt gerade bei der Hitze und so, sollte man die dann abschneiden, in ein Glas mit Wasser und in den Kühlschrank über Nacht stellen, weil die Männchen blühen oftmals eher auf als die Weibchen. Und wir bereiten jetzt so vor, die Blüten. Normalerweise machen das die Bienen. Wir machen das jetzt aber von Hand alles. Aus dem Grund, sonst haben wir die Fremdbestäubung und das wollen wir vermeiden. Und da habe ich als Tipp Strumpfhosen. Die kommen jetzt als Verhütungsmittel oben drüber über die weibliche Blüte. Und da kommen keine Bienen, keine Fliegen und nichts mehr rein in die Blüte und können nichts mehr versauen, was man schön bestäubt hat.